Und pro Runde, die ihr gewinnt, kriegt ihr 5 Euro Gehaltserhöhung. Was? Ja! Ausgeknallt, Julius! Was? Julius, ja, jetzt! So, Maxima! Läuft. Na los, mach doch! Nee, es passt, es bleibt genauso drin. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Leute, wir sind gerade zu dritt hier im Büro. Was ist eigentlich mit deinem? Was ist mit dir los? Ist kalt. Alles klar. Warum geht's heute nicht? Hagel auf den Kopf bekommen hat er. Leute, bevor wir jetzt alle Baylets hier nochmal alle Leute rausschicken, beziehungsweise die Leute rausschicken, die sie haben wollten, keine Sorge, wir haben Fotos gemacht und haben hier alles nochmal ein bisschen auseinandergenommen und setzen die wieder richtig zusammen und so weiter und so fort, dachten wir, spielen wir lieber nochmal ein paar Runden damit, weil in letzter Zeit, also ganz ehrlich, dieses Gefühl, ja, an dieser Leine zu ziehen und dann einfach, lass es. Oh, es ist einfach nur, ja, du brauchst da, Digga, ja, da ist eine Kamera, wie verloren bist du? Ich hab die aufgebaut. Es ist einfach nur übertrieben nice, deshalb habe ich überlegt, Leute. Ein Ball! Warum fällst du immer da runter? Leute, ich habe mir überlegt, dass wir Folgendes machen. Wir spielen jetzt einfach, weil wir alle drei extrem spielsüchtig sind. Nein, wirklich, wir haben extrem viel Geld in letzter Zeit in extrem dumme Sachen egal, reden wir nicht drüber. Wir sind extrem spielsüchtig und haben uns überlegt, pass mal auf, wir machen jetzt einfach 50 Euro Baylet-Duelle. Aber wenn die Jungs verlieren, kriegen sie einfach eine Kündigung. Oh, ja. Ja, ich habe überlegt einfach, wisst ihr was, pass auf, ihr stellt euch jetzt ein Baylet zusammen, okay? Oh. Und ihr müsst versuchen, gegen mich zu gewinnen. Und pro Runde, die ihr gewinnt, kriegt ihr 5 Euro Gehaltserhöhung. Solltet ihr allerdings verlieren, dann bin ich einen Tag lang euer Chef. Das ist so eine dumme Idee. Also dann, ich würde sagen, let's go. Mein Baylet tut so einen Metallring und so einen, den Boden hier haben. Den Deckel, es sieht so aus, da ist ein cooler Drache drauf. Ich habe einen relativ passiven Ring, kein Sprungding unten, aber halt eine relativ stabile Basis und eine relativ passive Basis und hoffe einfach, dass ich durch, Achtung, Film auf mich, einen langzeitigen Spin hier das Ding holen kann. Was hast du da für ein Stück Scheiße zusammengebaut? Ah! Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist Trimax. Ich bin noch nicht mal hier. Ich dachte, ich gehe erstmal live, bevor ich live gehe. Alles klar, okay, bist du ready? Nein. Gut, Hände hin. 3, 2, 1, let it rip! Bist du dumm, du musst let it rip sagen. Ja, nee. Du hast mich gekündigt. Das war nie Teil der Abmachung, dass jemand gekündigt wird. Okay, dann nehme ich mir wohl einen anderen. Jetzt bin ich dran, oder was? Okay. Kamera-Switch. Das sind schon mal 50 Euro. Das heißt, du hast jetzt 150 Euro Grundgehalt schon mal im Monat. Das ist ganz geil. Ja, ey, ich bin ehrlich, Leute, ich fühle dieses Baylet-Ding so sehr. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, brauchen wir nur einen Grund. Dieses Video ist wirklich nur ein Grund, dass wir spielen können. Das ist einfach, was machst du da? Was bist du für ein Tryhard, Digga? Mach doch da noch direkt ein Olivenöl drauf oder sowas. Digga, okay. Ich werde dich auseinandernehmen. 3, 2, 1, let it rip! Ja! 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 Ein aggressives Betten hier, ja, okay. Komm. Oh ja. Oh, was hast du hier zusammengebaut? Das ist der Kampfdrache 97. Er hat Stacheln hier unten dran, hat den blauen Boden und er hat einen ziemlich heftigen. Er ist auseinandergebrochen. Das liegt vielleicht am Anziehen. Digga, ich bin extrem gut darin. Was soll das? Warum lacht ihr? Okay, also bis jetzt bin ich 100 Euro im Minus. Das läuft super. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let it rip! Hä? Was? Ich hab dich einfach. Hä? Hä, was? Raus? Nee, Digga, du hast einfach zu früh gestartet. Was? Noch. Wiederholung. Nein. Wiederholung. Absolute Slow-Mo, ich hab gewonnen. Bro, du sagst let it rip und bei let it lässt du schon los. Ich und ich bin einfach auf dir gelandet. Ich hab gewonnen. Nee, Slow-Mo. Wir machen das jetzt nochmal. Nein, das doch. Lass ich mir nicht. Drei, zwei, eins, let it rip! Schon wieder voll gemacht. Der hat das wieder einfach falsch gemacht. Du bist zu spät. Du bist aber stärker, Sebastian. Nein, du bist sowas von entlassen. Wer von euch geht hier mit einem dicken Plus raus und wer von euch wird den Job verlieren, den er so liebt? Liebt ihr euren Job? Also, lieben ist jetzt vielleicht ein hartes Wort. 3, 2, 1, let it rip! Kommt! Ja! Da! Ich hab dich zuerst gebürstet! Ich habe dich zu. Corona-Test? Oh, ich hab dich zuerst sowas von gebürstet! Alter! Mein Baby ist stark! Mein Baby ist. Kaputt! Ja. Oh damn, okay, bei dem. Digga, was mach ich jetzt? Das hab ich verloren!
Könnt ihr mir noch mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, von wem war das der Bälle? Ich weiß es gerade nicht mehr. Der war auf jeden Fall strong. Ach, keine Ahnung. Wie Jungs, ihr hättet wirklich easy money machen können. Wir stehen hier gerade wirklich. Nein, dann machst du nicht Ende, ne? Alles klar, wir haben noch drei Runden, okay. Ah, das zählt verloren. Nächste. Okay. Minus 3, 2, 1, let it rip! Annihilation! Wie ist das englische Wort dafür? Alter, hast du sowas schon mal gesehen? Die Teile sind durch das ganze Zimmer geflogen. Der dreht sich, Digga. Guck mal, das wird überblöd. Guck mal, ich tanze auf deiner Leiche. Der dreht sich. Ich glaube, actually, wenn ich Tobis Ring noch drauf hätte, würde ich komplett rasieren. Hätte. Ich nehme den weg. Okay, 3, 2, 1, let it rip! Was? Digga, no joke, dieser Beyblade hier ist es ja wohl. Wir haben eben gesagt, ich glaube, der ist von Rumatra. Also in der Kombination extrem stark. Ich freue mich, by the way, schon auf das nächste Event. Wir sind gerade schon in der Planung. Was holst du jetzt? Was holst du jetzt? Tobi, es ist ein Spiel und es geht nur um das... Ah! Du hast einen anderen Anzieher. Oh. Wie, was? Oh, wir haben Strafgeld. 500 Euro Strafgeld. Warum? Für jeden. Das macht gar keinen Sinn. Hä? Du hättest ja auch den blauen nehmen können. Da. Also wir sind auf jeden Fall gerade in der Planung für das nächste Mal dran. Wir haben uns überlegt, die ganze Sache nochmal zu machen mit Metal Fusion Beyblades und metallenen Beyblades. Und in der größeren Custom Arena, vielleicht wollen wir selber irgendwie irgendwas machen mit einem 3D-Drucker oder einer gegossenen Bowl. Muss man sich alles mal überlegen. Auf jeden Fall sind wir auch gerade hier mit den Herstellern in Kontakt und haben Bock, ein richtig großes Spiel zu machen. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Mein Plan ist es, dass wir ein bisschen Budget quasi vom Hersteller bekommen und das komplette Budget in die Produktion stecken und natürlich halt der Rest ist einfach Preisgeld. Also imagine einfach, wir haben ein Beyblade-Turnier mit 10.000 Preisgeld. Aber da steht alles noch nicht ganz fest. Wir sind auf jeden Fall gerade dran. Und Ju wird auch wieder mit am Start sein. Ich freue mich übertrieben drauf. Und jetzt ist wieder Zeit für dich zu verlieren. Let's go. Hast du gerade den Ring weggelegt? Digga, glaub mir, der ist nicht so gut, wie du denkst. Haha, warte auf. Trimax. Dein Beyblade hängt sich da ein und dann ist der kaputt. Trimax. Julius ist 5 Euro minus. Let's go, Digga. Komm. 3, 2, 1. Let it rip! Ich hab mir wehgetan dabei. Sehr gut. Ein bisschen. Komm schon! Ja, ich bin langsam, weil ich hab mich selbst berührt. Oh, oh. Ausgetribbelt, Julius! Obwohl ich, oh mein Gott, ich hab dich einfach hochgenommen, Digga. Mein Beyblade ist hier nochmal abgerollt und hat so viel Geschwindigkeit verloren, Digga. Und du hast einfach so schlecht gespielt. Wahnsinn, krass. Oh mein Gott, was ist das denn? Digga, das ist ja eine Nut, das geht ja ineinander über. Ey. Okay. Ich fass deinen auch nicht an. Manipulation. 3, 2, 1, play rip! Warte mal! Was? Das war gleichzeitig! Das war ein Double Burst! Das haben wir noch nie gesehen! Warum schlägst du ein? Du hast Geld ver... Ah, nee! Oh mein Gott, Junge, was? Bro, wo ist mein... Guck mal, wo der hingeflogen ist. Ey, Digga, das ist ja noch wilder hier als beim Turnier. Digga, wir haben krasse Panzer erschaffen. Junge, also das ist das Ding. Jetzt wird's nämlich halt erst richtig interessant. Vor allen Dingen haben wir, wie gesagt, vor... Also, ich erkläre das mal ganz kurz. Alle Streamer kriegen quasi ein Foto. Da liegen die verschiedensten Teile. Ne? Von jedem Teil wird's mehrfache Teile geben. Das heißt, wir haben das alles doppelt und dreifach. Und die sollen sich dann ihren eigenen Beyblade zusammenbauen quasi. Können sich dann quasi aussuchen. Und wir lassen die für den Spielen, wie gesagt, wahrscheinlich sogar mit metallenen Teilen. Da sind wir aber, wie gesagt, noch dran. Und das wird extrem geil, wenn man sich halt überlegt, dass jeder einen eigenen Kreisel konfiguriert. Man muss ja auch überlegen, wenn ich jetzt einen übertrieben aggressiven Kreisel habe und alle anderen sind auch übertrieben aggressiv, dann funktioniert das nicht so geil. Also ich glaube, vielleicht sogar einen defensiven Kreisel zu haben, wäre ganz geil. Vielleicht, ganz vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass sich jeder zwei Stück machen kann. Das heißt, man kann dann quasi picken oder man macht es strategisch so, dass ich zuerst den nehme, dann ist der fürs nächste Mal gesperrt und so weiter und so fort. Not sure yet, aber wir sind auf jeden Fall in der Planung dran. Julius, komm her, du musst zerlegt werden. Let's go. Okay, Julius, letztes Geld. Du bist 100 Euro minus, ne? Mach ihn einen Deal. Alter, er kriegt eine Gehaltserniedrigung. Scheiße. Ich will ja nicht mehr mitmachen. Mach ihn einen Deal. Wenn er das Battle jetzt gewinnt, dann... Ja, 1000 Euro plus. Okay. 3, 2, 1, let it rip! Das ist meiner. Ich hab so viel Kraft gerade verloren. Ja. Das ist meiner. Nein. Nee. Was ist denn das? Oh, mach dich langsam und zieh dich... Oh mein Gott! Julius, Alter, 150 Euro miese. Digga, nice. Gib mir die Hand lieber, komm schon. Das geht auf mein Konto. Digga, so, du bist auch 100 Euro minus. Ja. Scheiße, dann gibt's halt keine Gehaltserhöhung. Ist ja auch nicht schlimm, oder? Ist ja nicht so, als hätte es nötig, ne? Sie guckt jetzt so traurig. Das ist free money, actually. Okay, Tobi. Ja, nicht für uns, ne? Ne, für mich schon. Weil ich mache ja mit dem Content Geld und habe auch noch Spaß und fahre richtig gut gelaunt nach Hause. Ich nicht. Ich fahr durch Hagel. Okay. 3, 2, 1, let it rip! Gef***!
Ja, trotzdem, Digga, guck mal, ich dreh mich immer noch. Okay, Leute, also ich glaube, das war dann... Das war unfair, wolltest du sagen? Nee, ja. Es war einfach eine relativ offensichtliche Sache. Ich glaube, ich habe das Battle hier nach Hause geholt. Jungs, ihr kriegt irgendwie... Komm, ich bin einfach mal nicht so... Ach, ich überleg's mir an, das hätte gar nichts von mir. Das hat Tobi wieder kaputt gemacht. Ich würde sagen, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt und wir vielleicht mit den Beyblades irgendwie was crazy Geiles machen sollen, weiß ich nicht, eine Beyblade-Bahn, wo die mit einer Schanze springen und dann landen die in einem Stück Pappe und dann muss man das mit so Zielschießen machen oder sowas. Ich habe ein paar kranke Ideen im... Digga, ich denk die ganze Zeit nur an diese Kreise. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das war's von diesen wunderschönen Videos. Checkt gerne mal Julius und Tobi auf Instagram aus. Und ich bin an der Stelle doppelt reif raus. Haut rein, tschau.